eine Aktion, die darauf aufmerksam macht, dass man hier schlecht rein und rauskommt, wenn man gehbehindert ist. Hannes ist da. Eröffnet werden. Der Nordausgang wird zugemacht, ein neuer Ausgang wird eröffnet aus Baugründen. Dieser Ausgang wird den Weg, den wir haben, vom Zug in die Stadt um den Faktor 5 verlängern. Das ist nicht akzeptabel. Und das alles, damit ein neuer ultraschicker Bahnhof kommt, der alles andere ist als barrierefrei. Ein Treppenbahnhof. Deswegen. S-Bahn-Station bist du. Sag doch nicht, dass das noch nicht fertig ist. Können Sie das noch nicht fertig ist? Der größte Wurf aller Zeiten. Ach so. Die Bahn war immer wie immer. Wir wollten heute den neuen Ausgang bestaunen, aber selbst das bekommen Sie nicht hin. Sie haben ihn zum Bauzeitpunkt nicht fertiggestellt. Wie nichts. Abreißen können Sie, das sieht man ja hier, einen Nordflügel und Südflügel am Park. Bauen können Sie nicht, deswegen oben bleiben! 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 Alle hier bleiben, das ist gar kein Problem. Demonstriere, das ist offensichtlich eine Spontanversammlung. Jetzt schauen wir uns mal den Weg an. Wollen die Menschen hin. Die wollen nicht zur Bank, zum Bankomat, sondern in die Innenstadt. Ja. Da gehen wir jetzt nochmal runter, Abschiedstour, ja, und dann läuft man den Neuen mal weitestgehend aus. Okay, gut. Wir machen jetzt eine Abschiedstour, den alten Weg runter, und dann gehen wir den ganzen Weg außen mal lang, um das zu sehen, abzuschätzen. Ich habe jetzt auch keine Zeit. Ich kann noch mal.
Entschuldigung, wo sind Sie? Wo sind Sie? Tabs 21. 21, okay. Darf ich Ihnen nochmal, Sie sind auf der Verteiler, die Presseerklärung geben? Gerne. Okay. Gibt es die schon als Mail, oder? Wird jetzt gerade von okay. Ja, das ist super. Ja, das ist, ich kriege das auch nochmal direkt. Okay, Bilder, okay. Ja, ja, wunderbar. Perfekt. Wunderbar. Ja. Wir begleiten euch noch ein Stück. Okay. Petra, wo soll ich die Bombe jetzt abstellen? Von woher sind Sie? Hallo, von Kams 21. Ah, okay, cool. Genau. Cool. Danke. Ja, kommt auf die Webseite. Genau. Okay, Im Moment schon live und später nochmal dann auf YouTube. Okay, cool. So, hier sieht es in der Zwischenzeit so auf der Baustelle aus, wird vermessen. Der Zaun ist noch nicht komplett gestellt, dauert aber wahrscheinlich nicht mehr lang. Der ist auch schon zu.
gehen jetzt mal mit der Gruppe den Weg, den es nachher zu gehen gilt. Im Moment, wie gesagt, ist der Nordausgang noch offen. Das wird sich aber heute im Laufe des Tages ändern. Attila, nochmal. So, dieser kurze Gang vom Nordausgang bis hierher, das war der 65 Meter Weg vom Nordausgang bis zu der Fußgängerampel hier über die Schillerstraße. Die einzige Möglichkeit für Gehbehinderte, für Gepäckbeladene, ebenerdig, ohne Treppen, ohne Aufzüge und Rolltreppen, die ja oft gerne außer Betrieb sind, wenn man sie braucht, in die Innenstadt zu kommen. Und die Mehrzahl der Menschen wollen natürlich in die Innenstadt und nicht in das trostlose Bankenviertel. Und dieser 65 Meter Weg, der wird ab heute Nacht wahrscheinlich dann geschlossen. Und stattdessen wird jetzt uns zugemutet, oder all denen eben, die schwer beladen sind oder eben im Rollstuhl sitzen, einen Kinderwagen haben, diesen neuen langen, 350 Meter langen Weg entlang zu gehen. Und den laufen wir jetzt mal, soweit wir ihn laufen können. Durchgängig ist er noch nicht begehbar. Wir gehen jetzt einfach mal an der Außenseite des Zauns entlang. Ja? Los. Ich hab's gehört von Matthias, das ist doch normal, ja, aber ja. Gibst du es mir dann? Ich bin 21. Aber wer? Ältest Kind 76, Matthias? Ah, alles klar. Und du bist? Captain. Ah, dann sehen wir uns endlich mal. Das willst du schon, weil... Ja. Okay, gut. Ich bin offline. Ich dachte, das ist keiner da. Doch, doch. Aber okay, wir sind Leute. Captain ist da, dann kann ich offline gehen. Alles klar. Du kannst ruhig gern weiter streamen, wenn du möchtest. Also. Du hast eine bessere Kamera. Ich dachte, du bist ein Flügel. Nee. Also auch, aber... Im Moment kann es... Eigentlich hauptsächlich. Nee, ich mache immer nur die Vertretung, wenn sonst keiner da ist. Das ist doch super. Also du kannst ja dann, wie gesagt, häng dich hinten hin, dreh weiter, wenn du Lust hast. Gut, jetzt warten wir mal ab, was noch passiert. Ist doch gut. Ja, ja, nie. Nein. Geht in der Arsch rein, klar. Das ist wurscht. Ist so. Wahrscheinlich der Hintern alle. Ja, auch. Ja. Käfer, er hat sich immer so geäußert, dieses verkommene Lichtweg im Tunnel. Ja, verstanden wir jetzt. Ja, das sind die normalen Bürger. Du Gott, aber das ist nicht der Stein. Hätte sich bei einem ganz normaler Entstieg des Menschen. Ja, ja. Und natürlich hat sich keine Absolut. Muss man ausrufen. Ja, definitiv. Gehen wir weiter? Ja. Das ist unser eigener, auch keine Sorge. Ach so, da bin ich aber froh. Oh, kein Stress. Das ist ja so, das wollte ich gerade noch erwähnen. Rollstuhlfahrer kann jeder werden, von heute auf morgen, ohne Altersbringung. Jederzeit, und jeder wird, keiner wird jünger. Genau, noch als kleiner Nachlass. Genau. Auch wenn er jetzt vielleicht noch fit ist. Das... Noch ein hübsches Transparent, wo wir mal schon drauf halten. Taxistand ist jetzt hier in der Zwischenzeit. Ja, das ist schon.
jetzt schon die erste Barriere quasi. Ja, Sie sehen, wir sind jetzt hier an der Stelle, an dieser Ecke. Ja. Ich weiß nicht, ob man links unten von der grauen Fläche, das ist die Baustellenfläche. Ja. Und Sie sehen, der Weg jetzt Richtung LBBW-Bank hoch ist hier kerzengerade eingezeichnet. Ja, das wäre eigentlich hier. Er hat nochmal so eine Zacke, so einen Knick. Ja. Und vom inneren Knick war ursprünglich diese rote Linie aus nach vorne gezogen. Das heißt, der Umweg ist möglicherweise sogar nochmal 10 oder 20 Meter länger. Kommt jemand oder das war neu auch für mich. Ja. Und dieser Plan hier von der Bahn ist also rein schematisch und soll offenbar die Leute nicht auf irgendwie dumme Ideen bringen. Also alles beendet. Der ist ausreichend unscharf sozusagen, um den Leuten einen relativ glatten, hindernisfreien Weg vorzugaukeln. Und in Wahrheit ist es ein gigantischer Zickzackkurs. Ja. Und ich behaupte, wenn die Bahn innen, jetzt am Nordausgang innen, stehen ja jetzt Bahnbeamte, die diese Flyer verteilen und als Lotsen tätig sind. Wenn die ja erstmal abziehen, und das werden die wahrscheinlich nach einer Woche dann tun, vielleicht auch zwei Wochen, dann glaube ich nicht, dass die Leute, die neu in Stuttgart ankommen, diesen Weg finden. Denn wer in die Innenstadt will und ein bisschen Orientierungsvermögen hat im Kopf, der wird automatisch in diese Innenstadtrichtung gehen wollen und nicht dran denken, dass der Innenstadtweg erstmal 90 Meter raus aus der Innenstadt in die exakt entgegengesetzte Richtung führt und dann in einem abartigen Zickzackkurs an diesem Bauzaun entlang. Und wenn dann noch die Baustellen, die eigentlichen Baustellen, die hier geplant sind, sind nämlich zwei, so richtig schön in Betrieb gehen, dann wird es ein absolutes Höllenvergnügen werden, an diesen Bauzaun entlang zu gehen. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser lange Weg im Freien ist. Ja, es kann also im Winter ganz spaßig werden mit Schnee, Hagel, Glatteis, Regen im Sommer, wenn der Baustellentreck vielleicht noch dazukommt. Also es ist schon bei Nicht-Baustellenbedingungen sicher nicht immer ein Vergnügen, hier im Freien sich zu bewegen. Dann eben für die Behinderten, für die Beladenen ist es ohnehin die absolute Zumutung. Und jetzt stellen Sie sich noch den Baustellenbetrieb vor. Innerhalb dieses Zaungeländes eine 2 Stockwerk tiefe Baugrube. Da muss ja auch der Aushub irgendwie rausgebracht werden. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wo Sie den rausbringen. Dort drüben an dem ehemaligen grünen Rondell vor der LBBW-Bank, dort wird eine zweite Riesenbaustelle entstehen. Das wird der Anstieg, der Angriffspunkt für den Tunnel nach Feuerbach. Und im ersten Schritt wird die Heilbronner Straße unterhöhlen. Dann werden die 6 oder 8 Fahrbahnen, die die Heilbronner Straße hier hat, nach und nach auf Behelfsbrücken gelegt. Sie können sich vorstellen, was allein diese Maßnahme, die Heilbronner Straße, die Heilbronner Straße zu unterhöhlen, was das an Aushub geben wird. Das heißt, man wird dann zwischen 2 riesigen Löchern mit entsprechenden Baustellen, Zu- und Abverkehr, da sich durchfitzeln dürfen. Ja. Und das mit einem Haufen Gepäck und womöglich Behinderung. Und Rollator und Zwillingskinderwagen. Also es ist eine absolute Zumutung, die die Bahn und die Befürworter dieses verfluchten Projektes hier ausgerechnet den Schwächsten sozusagen zumuten, das ist jetzt keine Abwertung, aber ich halte es für einen Riesenskandal. Der Schuster, der läuft bestimmt nicht hier lang. Ach, ja, der wird vorfahren. Das ist noch das Nächste. Ich denke, jeder, der, also es sitzt ja nicht jeder im Rollstuhl, aber wenn ich an meinen Vater, Schön, das ist doch mein Vater, 80 Jahre alt,
die haben Kniearthrose, können gerade noch so mit 8 eine Treppe steigen. Wer einmal diesen langen Weg gemacht hat, wird, wenn er irgendwie noch die Treppen steigen kann, wird diesen Weg genau einmal laufen und sagen, und nie wieder. Kleine Bänken unterwegs, wo man sich hinsetzen kann. Die brauchen nicht, aber mein Mann braucht immer Bank. Gutes Stichwort, Bänke wird es hier mit Sicherheit keine geben, denn es wird hier zwischen dem Zaun und dem grünen Streifen hier, in diesem schmalen Streifen hier, wird es die einzige Auto- und Taxenzufahrt geben, die noch überbleiben wird. Im Moment können sich die Taxen und die Pkw-Anlieferer, also die Personen anliefern, oder abholen, die konnten sich auf die 3 Plätze, also der Bahnhof ist ja wie so ein U, kann man sich vorstellen, auf den 3 Seiten des Us verteilen. In Zukunft wird die vorne nicht mehr existieren, drüben am Turm sowieso nicht mehr. Das heißt, alle, die ihre Angehörigen abholen wollen oder zum Bahnhof bringen wollen, alle müssen durch diesen kleinen engen Schlauch mit einer Wendeplatte da hinten. Das heißt, es wird hier ein Gedränge und Geschiebe geben, was zusätzlich dann noch den Rollstuhlfahrern und denen, die aus dem Bahnhof kommen mit ihrem Gepäck, noch erschweren ist. Man kann Minuten stehen, so einer Bahnsteig. Da steht es drin. Ja. Und der Taxiplatz vor dem Bahnhof wird auf ganzer Länge Baueinrichtungsfläche, während Stuttgart 21 gebaut wird. Da kommt ebenfalls ein Bauzaun hin. Der Bahnhof ist ja, das sind ja auch die Stuttgart 21 Befürworter, immer stolz und sagen, die Fassade vorne, die Hauptfassade mit Turm, bleibt ja stehen, bleibt erhalten. Das ist ja ein Wahrzeichen der Stadt, nebst dem Fernsehturm ist das Wahrzeichen dieser Stadt. Diese tolle Fassade, manchen gefällt sie nicht, aber dieses auf jeden Fall denkwürdige Gebäude wird über die gesamte Bauzeit von Stuttgart 21 verschandelt sein durch einen Bauzaun und Baueinrichtungs, keine Ahnung, was sie da bauen, hinstellen, ob da Betonmischsilos oder was auch immer stehen werden, ich weiß es nicht. Wasserrohre. Und die Rohre, ganz genau, auch die gehen da entlang. Also unser Aushängeschild, eines von unseren 2 Aushängeschildern Stuttgarts, wird für die nächsten 15 und wenn es dumm läuft 20 Jahre verschandelt sein. Das wird 30.000. Also der Weg da vorne. Klaus, lass es gehen. Das geht die Leute annehmen. Ja, das, okay. Du weißt, wir sollen außen hoch. Ja, lauf mal raus. Ja, dann mach wieder anfallen. Vor auf. Okay. Der Blödsinn immer hier. Dann mach doch hier mal kurz auf und schon lauf weiter. Das ist ein Verbrechen. Nein. Nee, wahrscheinlich schon. In Stuttgart ist manches. Ja, dann mach doch einfach, sei doch so flexibel. Raus, mal noch wieder. Ich weiß jetzt nicht, aber mach mal rein. Lass rein. Wenn du rumfährst, mach mal Wenn sie nicht behalten wollen, dann kommen sie mit den Kiefer raus. Also dieser rot markierte Bereich hier nach links, das soll nachher dieser Weg werden. Man sieht jetzt schon, wie das aussieht.
stellt man sich mal nur vor, dass da eben noch Leute entgegenkommen, weil das ja keine Einbahnstraße ist, sondern... Also der Weg ist ja ziemlich unebenig. Ja, das ist nicht da. Das wird da das Problem. Guck mal, du bist leider da. Jetzt sind auch schon die Beschriftungen angebracht für den zukünftigen Weg. Der Bereich hier. Ja, du schleppst deinen Koffer wohl noch eine Weile, ne? Bis nach Hause wieder. War Bratislava halt. Bratislava. Schöne Zwischenstation hier. Ja. Ja, von Paris kommen. Das hier soll wohl dann dieser Eingang werden hier, oder? Ja, gehen wir davon aus. Hier liegt im Moment eine Starkstromleitung, so wie das aussieht. Mhm. Ist ja auch alles andere als barrierefrei hier, der Zugang im Moment. Hatte ich im Moment angelegen. Kann sein, dass das noch weg ist. Hier die ganzen Bäume haben die auch. Da stehen sich bloß zwei Wege, aber da bauen drei Scheiße oder. Ah, jetzt haben sie Ding drunter geholt. Also hier war es verpackt. Brandenleitung ist das also keine Starkstromleitung. Ja, das ist bloß was. Aber sie liegt trotzdem im Weg hier. Der barrierefreie Zugang sieht anders aus. Das ist aber noch ein Meter. Das geht ja auch darum, ist bitte? Das so. Noch. Welcher soll es denn werden? Weiter hinten noch oder wo? Bauen die da jetzt da? Hier soll es reingehen. Ja, ah, okay. Also das bleibt hier wohl Nebeneingang und soll nicht der offizielle Eingang werden, das soll da vorne sein dann. Komplett. Hier ja auch die ganze Bäume, die Bäumchen. Ja.
Gut, ich habe jetzt hier mein Handy. Und ich würde jetzt mal versuchen, den Herrn Dr. Volker Käfer von der DB Technikvorstand anzurufen, um ihm zu sagen, dass die Behinderten und die mit schweren Gepäck beladenen mit dieser Lösung nicht einverstanden, nicht zufrieden sind. Stell auf laut. Ich habe eins mit Lautstellen. Ja, Herr Dr. Volker Käfer. War das Vorzimmer? Entschuldigung. Ja, Gebhardt, guten Tag, Herr Käfer. Wir stehen hier in Stuttgart mit ungefähr 40, 50 gepäckbeladenen Menschen und etlichen Rollstuhlfahrern vor ihrem neuen Ausgang aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof, diesen neuen langen 350 Meter Umweg. Und die Menschen hier sind sich jetzt nach einer erstmaligen Begehung alle einig, dass es unzumutbar ist, dass es so auf keinen Fall bleiben kann. Sie müssen sich was Besseres einfallen lassen. Und jetzt fiel mir ja wieder ein, Sie hatten ja auf der direkt zu Stuttgart 21 Seite, die Sie ja betreiben, wo Sie Fragen und Anfragen aus der Bevölkerung beantworten. Dort hatten Sie ja mal geschrieben, im neuen Treppenbahnhof, wenn er dann irgendwann 2025 fertig wird, würden im Notfall, wenn es zu einem Brand oder sonst was kommt, würden Lautsprecherdurchsagen auf den Bahnsteigen gemacht werden, wonach dann die normalen Fahrgäste, die gesunden und fitten Fahrgäste aufgefordert werden, die Behinderten die Treppen hochzutragen. Deswegen die Frage jetzt hier, würden Sie mal jetzt runterkommen zu uns und die ersten Behinderten mal die Treppen rauf oder runter tragen im bestehenden Bahnhof, um das mal vorzuführen, wie das funktioniert. Klingt nicht sehr begeistert von Ihnen. Verstehe ich. Wir finden es also auch. Es ist ein absoluter satirischer Witz, den Sie da vorgeschlagen haben, allen Ernstes vorgeschlagen haben. Und es ist ja noch immer Ihr Konzept, wenn ich es richtig verstehe. Denn es gibt kein anderes, es gibt keine andere Lösung für diesen Tiefbahnhof. Also, lassen Sie sich was Neues einfallen. So geht's jedenfalls nicht. Ich danke Ihnen im größten Namen hier alle Anwesenden. Ein kurzes Obenbleiben. Oben bleiben! Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Oben bleiben!